Leute, seid ruhig. Der Unterricht fängt an. Heute werden wir Muffins malen. Oh, Wahnsinn. Ich kann eure brennenden Augen bereits sehen. Also, es geht los. Oh, tut mir leid. Mich ruft jemand an. Das ist meine liebe Oma. Ich werde gleich wieder da sein. Ah, er ist weg. Ich nehme mir den grünen hier. Ich nehme mir den rosanen. Was? Was habt ihr angerichtet? Ihr seid die schlechteste Klasse in der Geschichte dieser Schule. Ich rufe eine Challenge als Bestrafung aus. Achtung, Klasse. Ihr müsst diesen Süßigkeitenautomaten hier zeichnen. Wer ihn am besten zeichnet, bekommt ihn auch. Wir beginnen auf 3, 2, 1, los! Das ist doch ein Kinderspiel. Ich fordere dich zum Duell heraus. Mädels, beruhigt euch. Ihr sollt doch malen und nicht kämpfen. Ach ja, tatsächlich. Ich werde eh die beste Zeichnung machen. Ich sag euch, meine Zeichnung wird genauso aussehen wie das Original. Fertig. Ist zwar nicht perfekt, aber geht auch so. Oh, die Mädels malen ja besser, als ich gedacht habe. Moment, ich habe eine Idee. Ich muss dieses Bild einfach durchpausen. Das geht gegen die Regeln. Aber ich werde trotzdem besser malen. Ich muss nur etwas Farbe zu meinem Bild hinzufügen. Ich sehe jetzt schon, wie Tom mich um Süßigkeiten bittet. So, geschafft. Ich bin auch schon fertig. Okay. Ich muss dem allen noch einen letzten Schliff geben. Oh, ist er eingeschlafen? Leute, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Kate, das ist doch langweilig. Menno. Tja, du hast es nicht geschafft. Nicht so gut wie ich. Das ist ja noch schlimmer als das andere Bild. Och, Menno. Was sagst du zu diesem Bild hier? Ich habe mir Mühe gegeben. Mia, das sieht einfach perfekt aus. Du bist die Beste. Habt ihr das gehört? Mia, bitte sehr. Oh, vielen Dank, Herr Lehrer. Also, ich hatte hier doch noch ein paar Münzen. Es ist Zeit, einen Schokoriegel rauszuholen. Hier ist meine Münze, du Automat, und gib mir einen Schokoriegel. Hm, ich wünsche mir einen Mars. Und es hat geklappt. Ist ja toll. Mia, gibst du mir auch was ab? Ja, okay, bitte sehr. Okay. Und jetzt Versuch Nummer 2. Und schon habe ich meinen Schokoriegel. Komm mal her. Willst du vielleicht noch mit mir teilen, bitte, bitte? Ja, okay, aber jetzt will ich sicher was essen. Oh no! Was? Ich habe keine Münzen mehr? Ich habe keinen einzigen Schokoriegel gegessen. Habt ihr noch was? Nee, tut mir leid, wir haben alles aufgegessen. Oh. Das ist voll unfair. Wow, ist das Wasser? Verteidige dich, Kate. Oh, ich habe eine Überraschung für euch. Dieses süße und flauschige Kaninchen. Was für ein süßes Kerlchen. Also, wer am besten dieses Kaninchen malt, bekommt es auch. Fangt an. Ich muss das beste Bild überhaupt machen. Dieser flauschige Hase muss mir gehören. Hauptsache daran denken, ihm ein paar Ohren zu machen. Und ein paar schöne Augen. Ich glaube, das sieht doch schon nach einem guten Bild aus. Bist du dir da so sicher? Nein, ich mache hier das beste Bild. Ich muss mich nur ein bisschen beeilen. Ich werde meine Finger benutzen. So geht das viel schneller. Außerdem gebe ich meinem Kaninchen noch ein paar Augen und eine süße Nase. Hier kommt noch ein bisschen Wasser hinzu, damit das Mosaik auch schön festklebt. Herrlich. Was? What? Tom macht so ein süßes Häschen. Das ist ja viel besser als meins. Ich muss diesen Konkurrenten loswerden. Ich weiß auch schon wie. Ich muss Toms Wassersprühe einfach ein bisschen aufschrauben. So in etwa. Ich gebe ein bisschen Wasser hinzu. Was? Ich habe doch gesagt, nur ein bisschen. Jetzt sieht mein Kaninchen aus wie ein Farbfleck. Ich habe
damit nichts zu tun. Was soll ich jetzt machen? Lächeln, immer schön positiv denken. Okay. Alles wird gut. Oh oh. Und die Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Yes! Okay, das sieht richtig süß aus. Gut gemacht. Tom, also ich habe was Besseres erwartet von dir. Mia? Oh, schaut mal, was für ein nettes rosa Kaninchen. Das ist irgendwie schief. Was? Du bist schief und nicht mein Kaninchen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Das Kaninchen geht an Kate. Sie hat das beste Bild gemacht. Oh, jetzt gehört das Kaninchen mir. Wobei, okay, wir können es alle streicheln. Oh, ist ja süß. Hallo, Schüler, ich bin hier. Ihr müsst diesen Hotdog hier malen. Oh, ich bin so hungrig. Moment, nicht bewegen. Nur einer von euch kann diesen Hotdog bekommen. Ja, ja, natürlich, wir machen uns schon an die Arbeit. Ich habe eine Idee. Mia, du hast einen Käfer in den Haaren. Sie wird die Hitze nicht brauchen. What? Ist er weg? Oh, vielen Dank, Tom. Jetzt wird's Zeit, ein richtiges Meisterwerk zu erschaffen. Mein Pfannkuchen wird wie ein echter Hotdog aussehen. Ich kenne ein paar Geheimnisse, die mir helfen werden. Und noch ein letzter Schliff. Jetzt heißt es umdrehen. Wow, das sieht cool aus, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Ich kann das besser. Ich habe mit meiner Mama solche Pfannkuchen bereits gemacht. Also habe ich eine Ahnung davon. Schaut mal, das sieht toll aus. Hier kommt noch etwas rote Farbe hinzu. Jetzt muss ich meine kleine Wurst braten. Und oben drüber kommt gelber Teig, als wäre es Senf. Voll cool, oder? Nicht so schnell. Ich zeige euch gleich, wie man so einen Pfannkuchen macht. Falls ihr es vergessen habt, habe ich einen Kochkurs besucht. Deshalb wird mein Pfannkuchen nicht nur schön, sondern auch noch appetitlich. Tom, Kate, ich schlage euch vor, alle meine Handlungen aufzuschreiben. Hey. Mia, ich glaube, du musst deinen Pfannkuchen umdrehen. Ah ja, natürlich. Was? Nein! Wieso ist der nicht gebacken? Mein Herd war ausgeschaltet. Tom, wie konntest du nur? Wegen dir werde ich verlieren. Leute, die Zeit ist um. Zeigt mir eure Arbeiten. Okay, das ist richtig toll geworden. Oh, Tom, bei dir sieht das richtig originell aus, würde ich sagen. Mia, du hast ja gar keinen Pfannkuchen. Das ist ja blöd. Nun, Kate hat wie immer gewonnen. Bitte sehr, hier hast du den Hotdog. Guten Appetit. Ja, ich habe gewonnen. Hey, Kate, könntest du uns was geben? Nein, ich werde ihn selber aufessen. Und wenn ich dich erschrecke? Nein, mein Hotdog. Was habt ihr mit Absicht getan? Kinder, hier kommt die letzte Runde. Ihr müsst dieses Kleid hier zeichnen. Wow, was für ein schönes rosa Kleid. Ich brauch sowas nicht. Hey, Mädels. Ach, alles klar mit euch. Hey. Mädels, wacht auf. Ihr habt nur eine Minute Zeit. Ich muss unbedingt dieses Kleid gewinnen. Okay. Kate, du musst dich anstrengen. Du hast nur diese eine Möglichkeit zu gewinnen. Dein Papa hat dir ja schließlich Holzbrennen beigebracht. Ich muss mir Mühe geben. Das muss genial werden. So weit gefällt's mir nicht. Wow, Tom, wie machst du denn das? Das sieht richtig toll aus. Oh, danke. Mein Bruder und ich haben sowas öfter gemacht, als wir Kinder waren. Das ist bezaubernd. Kannst du mir vielleicht helfen, mein Kleid zu zeichnen? Okay. Ja, okay, kein Problem. Was für ein blöder Brenner. Wieso funktioniert der nicht? Ich kann doch damit gar nichts zeichnen. Ist er kaputt oder so? Tom, kannst du mir bitte helfen? Dieses Ding funktioniert nicht. Mia, hast du schon mal versucht, ihn in die Steckdose zu stecken? Ach, danke, Tom. Das ist so nett von dir. Kate, ich bin fertig. Yes. Stopp. Duh. Zeigt mir eure Arbeiten.
Oh, oh. Nein, das ist nicht mein Bild. Nice. Gut gemacht, Tom. Und die anderen? Ich habe kein Bild. Oh Mann, wieso denn nicht? Und du? Ich bin nicht fertig geworden. Alles klar. Na gut, dann geht dieses Kleid einfach an Tom. Nein, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Ich wollte doch gar nicht gewinnen. Oh, das steht dir ja perfekt. Was für eine schöne rosa Farbe. Könnt ihr das bitte ausziehen? Ach, komm schon, Tom. Du siehst entzückend aus. Oh, wow, ist ja schön hier. Und das ist unser Schokobrunnen. Seid ihr bereit, darum zu kämpfen? Ich warne euch, das wird nicht einfach sein. Ihr dürft nämlich eure Hände nicht benutzen. Gut gemacht. Ich stoppe die Zeit. Viel Spaß. Erst muss ich mir diese Airbrush hier besorgen. Das ist gar nicht so einfach, aber ich hab's geschafft. Oh Mann, das dauert ja ewig lange. Wir sind bereits beschäftigt. Das scheint gar nicht schlecht zu sein. Was macht Mia? Die Grundlage ist bereits geschaffen. Aber das gefällt mir noch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt eine richtig schöne Zeichnung. Habt ihr gesehen, wie ich den Deckel abgenommen habe? Oh, voll die coole Idee. Das will ich auch machen. Ah! Was ist denn hier los? Ah, Jennifer ist eingestürzt. Ich wollte einfach den Deckel abnehmen. Oh Mann, Mia ist mir einen Schritt voraus. Was mache ich jetzt nur? Ah, ich werde einfach diese Feder hier benutzen. Ich muss niesen. Oh nein, schaut, was aus meiner Zeichnung geworden ist. Jennifer, wie konntest du das tun? Warum lachst du? Das ist nicht lustig. Bitte sehr. Mia, wieso hast du mich mit Farbe bespritzt? Das finde ich lustig. Und dein Bild ruiniere ich jetzt auch noch. Jennifer, jetzt bist du dran. Die Zeit ist um. Da hast du aber Glück gehabt. Schauen wir mal. Mia hat meine Zeichnung ruiniert. Ich befürchte, meine Arbeit ist auch nicht gerade die beste. Alles wegen Jennifer. Mädels, das ist ja gar nicht gut. Mein Bild gefällt dir, oder? Um ehrlich zu sein, die Auswahl ist nicht groß. Okay, Jennifer, du hast gewonnen. Nimm dir den Springbrunnen. Oh, wie toll! Der ist ja groß. Ihr seid bloß neidisch auf mich, Verlierer. Ich werde diese Schokolade jetzt trinken können. Oh mein Gott. Wir können doch nicht bloß da sitzen und ihr zuschauen. Wir müssen was von ihrer Schokolade klauen. Brillante Idee, Mia. Lecker. Wo ist die ganze Schokolade hin? Wir haben uns das genommen, was uns zusteht. Das ist nicht fair. Hier kommt euer nächster Preis. Ist er nicht niedlich? Oh, was für ein süßes Hündchen. Komm her, Kumpel. Oh, was für eine nette Überraschung. Sollen wir wirklich diese Kacke zeichnen? Ganz genau. Los geht's. Okay. Ah, sieht nicht gerade toll aus. Aber ich kann's probieren. Ich habe eh keine andere Möglichkeit. Oh Mann, ich muss Gas geben. Ich benutze einfach meinen Fuß. Wait a minute. Wo kommt der Gestank her? Igitt, Mia! Toll! Einen Konkurrenten bin ich los. Jetzt kann ich malen. Meine Chancen steigen. Jetzt muss ich mir nur noch etwas Mühe geben. Awesome. Oh Mann, Mia ist bereits am Malen. Ich kann immer noch nicht den Filzstift halten. Mist, ich habe ihn verloren. What? Ist er hin? Ich nehme mir einfach einen anderen. Welche Farbe soll es denn sein?
Keine Ahnung. Oh, wow. Oh. Hier ist ja schon fast fertig. Die Zeit ist knapp. Wo sind eure Bilder? Oh nein, ich habe nichts geschafft. Und ich bin bereit. Wird es Ihnen vielleicht noch gefallen? Keine Ahnung. Was haben wir sonst noch? Ich habe mir Mühe gegeben. Okay. Oh, das hast du gut gemacht, Mia. Oh. Wie spät es ist? Oh, ich glaube, ich habe alles verschlafen. Mach dir keine Mühe. Ich habe mich bereits entschieden. Oh nein, ich bin noch nicht schuld. Ich bin wegen Mia in Ohnmacht gefallen. Soll ich das jetzt essen? Das sieht ja eklig aus. Probier's mal. Oh wow, das ist ja mega lecker. Das ist Nutella. Davon kriege ich gar nicht genug. Was machst du denn da? Schluss damit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lecker das ist. Ich muss gleich kotzen. Wir wenden uns besser ab. Wollt ihr was probieren? Wie auch immer. Hier kommt ein weiterer süßer Preis. Oh, was für ein flauschiges Kätzchen, hinreißend. Setz dich, Kleines. Wir müssen ein bisschen warten, bis die Mädels dich gezeichnet haben. Direkt auf ihrem Gesicht. Los geht's. Oh, dieses Kätzchen wird mir gehören. Ihr werdet es noch sehen. Wir sind füreinander geschaffen. Ich bin ein Profi, was Schminken angeht. Den weißen Stift brauche ich nicht. Ich nehme einfach den blauen. Ist doch viel cooler, oder? Und jetzt noch die Augenbrauen. Das alles steht dir wirklich gut. Ich hoffe, es wird mir auch stehen. Ihr habt eh keine Chance zu gewinnen. Entspannt euch. Ich werde nämlich diesen Spiegel hier benutzen. Es ist viel einfacher. Keiner wird mich schlagen. Okay, den größten Teil habe ich geschafft. Jennifer, wie geht's dir? Na, ich bin noch im Prozess. Ich auch. Oh Mann, die benutzt einen Spiegel. Das ist voll ungerecht. Wieso hast du mich geschubst, Mia? Schau mal, was da passiert. Das ist doch nicht richtig. Du hast recht. Wir müssen ihr eine Lektion erteilen. Kate, sorry, aber du hast uns gezwungen, es zu tun. Tut mir leid. Hört auf, bitte, Mia. Meine Zeichnung ist dahin. Warum? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Du wirst nie wieder mogeln. Wait a minute. Mia scheint sich sicher zu sein, sie würde gewinnen. Das gefällt mir nicht. Mia, kann ich dich mal kurz ablenken? Ich finde, deine Zeichnung ist noch nicht wirklich gut. Aber ich kann dir helfen. Was ist denn hier los? Was machst du da? Na, sehe ich besser aus? Viel besser. Ich sehe, alle sind bereit. Großartig. Zeigt mir eure Gesichter. Oh, Kleines, schau gar nicht in die Richtung. Na, sehe ich besser aus? Es ist ja noch schlimmer. Wirklich? Aber Jennifer hat mir geholfen. Du hast mich reingelegt. Come on! Ich habe keine Ahnung, was da bei euch vorgeht. Ich habe keine große Wahl. Jennifer hat gewonnen. Okay. Bitte sehr, du kriegst das Kätzchen. Juhu, ich hab's geschafft. Oh, mein kleines, flauschiges Baby. Komm her, lass dich umarmen. Oh nein, ich muss niesen. Jennifer scheint auf Katzen allergisch zu sein. Das ist gut so. Wir nehmen uns das Kätzchen. Oh, nein, ist nicht gut. Oh, ruh dich aus. Wow, so viele Soßen. Das ist euer Medium in dieser Runde. Und das hier werdet ihr zeichnen. Was für ein riesiger roher Fisch. Ich glaube, niemand möchte ihn gewinnen, oder? Also solltet ihr euch Mühe geben. Der Schlechteste bekommt nämlich den Fisch. Viel Glück dann. Okay, ich bin bereit zu kämpfen. Da bist du nicht die Einzige, Mia. Was ist denn hier los? Jennifer, schau mal her. Dein Müll ist direkt auf meinem Gesicht. Ach, tut mir leid. Ich wollte das nicht. Wie auch immer, es wird Zeit, dass ich mich an mein Bild mache. Was haben wir denn hier? Ah, Ketchup. Sieht toll aus.
Klasse! Die Farbe gefällt mir gut. Ich mach weiter so. Ich mag das Gelb viel mehr. Schaut nur, wie schön das aussieht. Und das Zeichnen macht richtig Spaß. Okay. Zu schade, dass die Soße alle ist. Jetzt nehme ich mir noch den Senf. Sieht auch schön aus. Und in die Mitte kommt etwas Ketchup. Ich liebe diese Farbkombination. Niemand wird mir sagen, dass das schlecht ist. Wow, Mias Zeichnung ist fast fertig. Und ich habe noch ganz viel übrig. Das heißt, ich muss dringend Gas geben. Ich benutze einfach alle vier Finger. Das wird mir Zeit sparen. Das riecht ja gut. Ich muss dringend was probieren. Nur ein bisschen. Ich kriege gar nicht genug davon. Ich habe so richtig Appetit bekommen. Was machst du denn da? Reiß dich zusammen. Du musst doch damit malen. Das war's. Ich bin fertig. Oh nein! Die Packungen sind direkt auf mein Bild gefallen. Bloß nicht das. Also, es tut mir leid, aber die Zeit ist um. Come on! Halt, halt! Zeigt mir eure Bilder. Oh nein, ich habe gar nichts gezeichnet. Wie konnte ich nur? Wait a minute. Mensch, Mia hat das beste Bild. Oh, ich muss mir dringend was einfallen lassen. Oh, sorry, aber meine Soßen sind verschmiert. Solange sie nichts sieht, werde ich einfach die Bilder vertauschen. Schauen wir mal, was der Rest von euch hat. Das ist mein Bild. Schön, nicht wahr? Oh, da habe ich nichts einzuwenden. Und meine Zeichnung? Das ist ein leeres Blatt. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich wurde reingelegt. Jennifer, du hast unsere Bilder vertauscht. Das kannst du niemandem mehr beweisen. Das bedeutet, dass du den Fisch bekommst. Guten Appetit. Oh, dieser Geruch macht mich krank. Stinkt furchtbar. Dagegen lässt sich nichts tun. Du musst das Ding essen. Ich habe einen genialen Plan. Ich kann den Fisch einfach zubereiten. Ich brauche nur diesen Gasbrenner. Oh, das ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Was kannst du denn auch zeigen? Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber irgendwie hast du das auch verdient. Jetzt bekommt mein Fisch eine schöne Kruste. Ich liebe das. Diesen Fisch möchte ich sofort probieren. Ich würde auch gerne was probieren. Zu spät. Ihr habt alles getan, um diesen Fisch nicht zu bekommen. So zart. Großartig. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.